Allein die Zahlen der diesjährigen NordArt, die sind schon beeindruckend. Mehr als 10 Hektar Ausstellungsfläche, 1000 Kunstwerke aus mehr als 100 Ländern. Dazu dreht und bewegt sich noch alles Mögliche. Also selbst abgebrühten Kunstkennern könnte da schwindelig werden. Philipp Jess, der wollte vorbereitet sein, hat sich mehrere Minuten eingehend mit dem Ausstellungskatalog befasst. Ja, und wird damit für alle Besucher zur nächsten Herausforderung. Ein Park voller Skulpturen und eine ehemalige Gießerei mit noch viel mehr Skulpturen. Draußen lauern die Wölfe, drinnen hängen die Abformungen chinesischer Wanderarbeiter von der Decke. Und nicht nur Kurator Wolfgang Gramm dreht seine Runden. Pferde mit Propellern. Yo. Ohne Wolfgangs lässiges E-Mobil dürfte es mindestens 2 Tage dauern, bis man behaupten kann, die komplette NordArt gesehen zu haben. In Babylon muss man genau hinsehen, bei David Czernys Trabant tüchtig drumherum laufen. David Czerny hat sich wohl anregen lassen damals, vor 30 Jahren, als die DDR aufhörte zu existieren und alle in die Prager Botschaft flohen und überall ihre Autos in der Stadt haben stehen lassen, den Trabi Beine zu verpassen. Wie heißt der Titel? Quo Vadis. Ach, Quo Vadis. Ah. Wo geht man hin, wenn man... Die DDR, die haben doch anders gesprochen. Nein, DDR war Latein-Amtssprache, das war so, ja. Ehrlich? Was ich alles glauben soll heute? Hier vorne eine Kutsche. Und wenn man durch den Bilderrahmen schaut, sieht man die Dame in der Kutsche. Das Gemälde ist sogar sehr bekannt. Obwohl es die Unbekannte heißt. Kramskoy hat sie gemalt. Dem Bildhauer Tarantinov hat sie offenbar überdurchschnittlich gut gefallen. Das ist ein Gemälde, das gibt es in echt. Und der Künstler hat jetzt hier eine Skulptur darum erdacht, die sozusagen die Szene dahinter zeigt. Cool. Ja, oder? Richtig gut. Der Länderschwerpunkt ist Frankreich und häufig für Feinschmecker. Kunst aus 2 Generationen, Bilder, Skulpturen von Künstlerinnen, die zwischen 1960 und 1990 geboren sind. Verstehen Sie denn, was die Künstlerin von Ihnen will? Nein, eigentlich nicht. Nein, das strengen Sie sich mal an. Was ist das? Es konnten nur Wettbewerb sein, aha, bestimmte hübsche Frauen. Ja. Die sind alle ausgewählt worden, aber ein Land oder eine praktische Repräsentantin von einem Land hat das nicht geschafft. Mhm. Aber warum, möchte ich gerne wissen, weil die ist genauso hübsch wie die anderen. Was ist denn los mit Griechenland? Ach, das ist das. Jetzt. Ach, das ist Europa. Okay. Danke. Gern geschehen. Wenige Tage nach der Eröffnung stehen die Chancen nicht schlecht, neben den Werken noch die Urheber anzutreffen. Die ukrainischen Bildhauer mögen aufwendige Arbeiten mit einfachen Konzepten. It's your head? Yes. Yeah. Yes. I saw it. Yeah. Yes. Not a typical sculpture. It's called a space around. But you worked on this. Yeah, this is mine. It looks like from the gym. Actually, it is. I go to the gym and I start to think how look the people, you know. These are the people who come after New Year, the first day. And it's in the end. Und überall Fragen. About who is more stronger? This one or that one? We don't have answer. Yeah. We don't have answer. Jemand schon Orientierung verloren? I couldn't get mad. Das ist eine Arche, meine Damen und Herren. Hier wurden Pflanzen mit an Bord, eine Arche genommen. Schon gruselig. Diese bunten Köpfe werden erst dann zur Kunst, wenn sie zum Smartphone greifen, die jeweiligen Facebook-Seiten besuchen und den Gefällt-mir-Button klicken. Ja! So you can actually like each sculpture on Facebook, and the moment you like them, they're gonna light up and react. The idea behind this is that when we get likes on Facebook, our brains actually give us dopamine, yeah, which makes us addicted to likes. Which is a problem, yeah, which means society is sick because we count our luck in likes. Yeah, yeah, exactly. Ich habe schon per Instagram der ganzen Welt gezeigt, was hier Tolles los ist bei uns. Das Büdelsdorf Epizentrum der Innovation ist. Ja, ja, weltweit. Und ja, also aus Frankreich und so kriege ich schon Nachfragen, wie kommt man da hin? Nicht nur mit der Kutsche, meine Damen und Herren. Und bis zum 13. Oktober haben Sie noch Zeit. Unbedingt machen.